So. Gut, dass wir hier drüben noch ein paar Bürgen stehen haben, sonst wäre ich da auch wieder aufgeschmissen. Eieiei. Ich habe doch hier gerade einen Zombie gehört. Sonst würde ich ja nicht ruckartig das Schwert zücken. Ich könnte ja auch einfach mal ein bisschen da könnten wir vielleicht sogar da noch ein kleines Stückchen. Nehmen wir das mal auf 40. Dass man halt auch ein bisschen was von Minecraft Sound versteht. Eigentlich ist der wirklich so leise. Entweder ist hier drunter eine Höhle direkt, weil ich habe die schon wieder hier gehört. Ja, hier ist irgendwo eine Höhle. War gerade eine Fledermaus zu hören. Ja, ist super. So, da haben wir das wenigstens auch ausgekleidet an sich. So, wer so sagt, weiß nicht, was er machen soll. Doch Fußboden. Also das hier ist ja eigentlich nur für uns, weil wir es wissen. Nicht immer runterfallen, Junge. Das tut weh. Ja, ich weiß. Anscheinend steht er hier auf Schmerzen. Wer weiß, wer weiß. So. Eiche. 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 Dass man trotzdem noch so ein relativ gleich bleibendes drinnen lassen. Jetzt muss ich gucken. Eiche. 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 Natürlich falsch rumgemacht. Zweimal Eiche. Dreimal Akazien. So. Also ich finde, damit haben wir doch schon mal einen relativ angenehmen Boden. Hier geht ja dann die Treppe nach oben. Ich hoffe mal, das geht so auch mit der Treppe. Im Notfall muss ich das wieder anders machen. Und vielleicht ziehen wir halt wirklich
noch ausnahmsweise hier einen Baumstamm lang. Ich denke mal, das sieht auch da dann schon mal angenehm aus, wenn dann ein Baumstamm liegt, ans wie Planken. So. Ich habe natürlich jetzt wieder eine Menge Erde. Erde werden wir hier noch einiges bekommen, werden wir bestimmt auch immer noch benötigen, immer mal wieder. So. Ich mach mal. Eigentlich will keine. Ich möchte halt keine Eisen machen. Zumindest jetzt am Anfang noch nicht. So. Das Einzige, was ich hätte schon mal machen können, wäre vielleicht ein Eisenschwert, aber solange es noch nicht kaputt ist und dadurch, dass ich jetzt nicht auf Expedition nochmal gehe, vielleicht sobald unser Haus relativ fertig ist. Das heißt eigentlich, ich muss da auch noch mal in die Mine. Die Steinmine allerdings nur und Stein farmen. Ich denke mal, hier werde ich so einen wirklichen Abgang machen. Den Baum haben wir sozusagen schon wieder herausbekommen. Und ich hoffe mal, der Sound ist jetzt nicht zu laut. Wenn doch, schreibt es gerne rein. Dafür ist das Kommentarsfeld ja da. Und ja. Aber Entschuldigung, bin ans Mikrofon gekommen. Wollte ich nicht. Mein Fehler. So. Wo ich hier wirklich immer mal Stück für Stück was abtragen. Aber bekomme dadurch auch noch ein bisschen Samen für unsere Falter. Hier könnten wir sowieso dann noch abtragen ohne Ende. Und da werden auch hier noch einiges an Erde bekommen. So, da haben wir nochmal Glück gehabt mit dem Rennen. So, Erde raus. Ja, wir haben halt nicht so viel. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Stein. Haben wir hier, dann machen wir uns mal noch ein paar Steinspitzhacken.
und gehen mal in unserem Erdloch. So, Fackeln in die Offhand. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier noch so an für Stein rauskommt. Auf jeden Fall einiges an Andesit. Und wie ich sehe, auch ein bisschen Erde. Das Gute ist, ich habe ja noch ein paar Fackeln mit. Jetzt habe ich die zweite Spitzhacke angefangen. Hörn verbrannt. Einmal nicht aufgepasst. So. Gut, gut, gut. Was sagt die Zeit? Das ist jetzt die 7. Folge. Die 6. ging ja jetzt ein bisschen länger. Dadurch, wenn man am Haus ein bisschen baut, tut man sich manchmal gerne in der Zeit. So. Aber ich sag mal so, solange es nicht hier 3,25 Stunden Folgen werden, hält sich ja an Grenzen. Ich glaube, es war knapp 21 Minuten lang, nachdem der Cut kam. Muss dann hier gleich nochmal das Bettchen aufsetzen. Einfach mal um zu gucken. Habe nämlich nicht darauf geachtet, wie es war, als ich rein bin. Ins Steinloch-Paradies. So. Natürlich passt es gerade. Bin ich sehr zufrieden. Ich gehe mal gucken, ob vielleicht draußen zufälligerweise ein Zombie oder so herumläuft. Wenn der nämlich eine Kartoffel droppt. Ja, ist okay. Ein Creeper. Den sehe ich da echt ungern. Das war ein Versuch wert. Ja, jeder Versuch zählt. Dadurch, dass ich sehe, das Schwert wird langsam kaputt gehen. Mal quasi eins auf Tasche lassen bzw. daneben. Ich kenne mein Glück. Ich sag mal, den Stack mache ich jetzt hier noch voll. Kann ich wieder mal zwei Stacks durchbrennen hier. So, dass man doch mal ein bisschen schon was. Ach, wisst ihr was, ich mache es wieder hier wie vorhands in der letzten Variante, wo wir hier gegraben haben. So, sehr schön, gefällt mir. Wo
wollte schon wieder jetzt die Eisenspitzhacke reinschiften. Wäre nicht gut gekommen. Da wir ja noch das Bett böses Omen haben, dann bräuchten wir eigentlich einen Eimer Milch, um den mal zu tilgen. Ja, für Milch bräuchten wir Kühe. Kühe haben wir nicht. Ich natürlich schlecht. Entweder mache ich jetzt noch einen Ofen und teile die. Kriege ich aber von der Kohle ja nicht hin, oder? Na doch, geht gerade so. Da gehe ich aber mal lieber kurz rein. Hätte ja sogar bloß 4 reinpacken brauchen. Aber so haben wir es schon mal ein bisschen schneller.